Yo, was geht ab? Burning Crow hier und willkommen zu einem weiteren Anthem-Video für euch. Und heute geht es in diesem Video um den Content, also den Inhalt vom Spiel, weil ich dachte mir, das sieht auf den ersten Blick nach ein bisschen wenig Content aus, aber als ich mir dann mal genauer das angeguckt habe und mir eine kleine Liste gemacht habe, habe ich herausgefunden, dass es doch sehr, sehr viel zu tun gibt. Kommen wir erstmal zu Punkt 1, das wäre die Story. Es gibt eine Story in Anthem, way. Wie lang die allerdings sein wird, weiß ich nicht. Und das werden wir erst im ganzen Spiel erfahren. Und ja, ich hoffe nur, dass sie nicht allzu lang ist, weil ich mag es, so ein bisschen Freiheit zu haben. Und wenn ich noch eine Story habe, dann habe ich das Gefühl, ich muss die erst durchspielen, um alle anderen Sachen machen zu können. Was, denke ich mal, nicht der Fall sein wird in Anthem. Aber ja, die Story wird Priorität sein. Und dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Das wären 3 Festungen am Anfang. Hört sich wenig an, allerdings, wenn ich mir andere Spiele so angucke, sind 3 Festungen erstmal in Ordnung, weil wir kommen noch zu den anderen Sachen, die wir noch zu tun haben. Und ja, wir müssen erstmal die schaffen, und zwar nicht nur auf schwer oder normal, sondern auch auf Greatmaster oder Großmeister 1, 2 und 3. Ja, da haben wir echt sehr, sehr viel zu tun und ich glaube, das wird nicht unbedingt einfach für uns sein. Als nächstes hätten wir die legendären Aufträge von 3 Fraktionen. Und auch da habe ich keine Zahl zu. Ich weiß nicht, wie viele Aufträge es gibt. Die Aufträge sollen sich immer unterschiedlich anfühlen. Also wenn ich jetzt einen Auftrag das zweite Mal mache, wird er nicht sein wie beim ersten Mal. Was auch sehr viel Abwechslung in das ganze System reinbringen wird. Und demnach ist das schon echt cool gemacht. Wie gesagt, wie viele Aufträge es gibt, keine Ahnung. Aber wenn die sowieso alle variieren, ne, weiß ja eh, wird bestimmt geil. Dann haben wir auf jeden Fall noch freies Spiel als 4. Punkt. Ich mache so, aber ich will eigentlich so machen. Als 4. Punkt haben wir freies Spiel. Und in diesem freien Spiel, da können wir einfach auf die Map gehen, erkunden. Und ja, da soll es Events geben. Zum Beispiel diesen Shaper Storm oder dieses Event, was wir in der Demo hatten mit dem Sturm. Das war natürlich nur so ein kleiner Einblick. Ich fand das ein bisschen schade in der Demo, weil die hatten das so sneaky-mäßig angekündigt und gesagt, ja, passt auf, Sonntag passiert was. Es war nur ein kleiner Sturm, wo ein paar Titans gespawnt sind. Ja, so sehe ich das auch. Ich habe mich echt gefreut darauf und dann, ach ja, ein paar Titans, toll. Der Kampf allerdings hat sehr viel Spaß gemacht gegen diese Monster. Ja, es war aber so, es war overhyped, sage ich mal. Ne? Also war halt nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Aber nichtsdestotrotz hat der Kampf Spaß gemacht. Und das war nur ein kleiner Einblick in dem, was noch kommt fürs freie Spiel. Wie gesagt, was für Events da noch kommen wird, man weiß es nicht. Das sehen wir erst, wenn es im Spiel ist. Und da das ein Live-Service-Game ist, das heißt, die können halt, während wir spielen, Sachen einfügen und verändern, so dass wir halt viel verschiedene Variationen von diesem Live- oder freiem Spiel mitkriegen können, was ich sehr, sehr interessant finde und mal sehen, wie sich das spielen lässt. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 5, das wären die Dailies, die Weeklies und die Monthlies, also tägliche, wöchentliche und monatliche Aufträge. Da gibt es verschiedene Herausforderungen. Wir kennen das von anderen Spielen, wie zum Beispiel Destiny. Da gab es ja auch Dailies und Weeklies. Wie das Ganze strukturiert ist und wie die variieren, diese Dailies, Weeklies und Monthlies, weiß ich natürlich auch nicht. Da wird wahrscheinlich sowas dabei sein wie schließe 20 Strongholds ab. Oder was könnte es noch geben? Schließe legendäre Herausforderungen ab. Oder töte so und so viele Monster mit der und der Waffe. Da kann alles Mögliche drin sein. Was da genau drin ist, wissen wir natürlich auch nicht. Aber das ist auch schon mal ein guter Punkt, um zu sehen, ah, okay, da gibt es auch noch viel zu tun. Dann natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Punkt Nummer 6, den ich mir aufgeschrieben habe, wäre der Grind zum Gear. Wir wissen ja in Anthem, je besseren Gear wir bekommen, oder je höher unser Level ist, erstmal vom Piloten, das geht ja bis Level 30, desto besseren Loot können wir bekommen. Und es ist nicht so wie in der Vergangenheit bei Destiny zum Beispiel. Sorry, ich versuche natürlich Vergleiche zu vermeiden. Ich habe nachher noch 1, 2 Vergleiche. Das ist jetzt nicht so wie bei Destiny, dass wir den Raid machen müssen, um das beste Gear zu bekommen. Sondern egal, was für eine Aktivität wir abschließen oder was für eine Aktivität wir tun, wir können immer besseren Loot bekommen. Natürlich ist das RNG, also Zufall, was wir bekommen. Aber es ist immer die Möglichkeit da, besseren Loot zu bekommen. Und es ist auch immer ein Weg da, um den besten Loot zu bekommen. Zum Beispiel diese Meisterwerke oder legendären Gegenstände zu erhalten. Was richtig, richtig nice ist. Und ja, das ist ein Riesenpunkt, weil wir können nicht Großmeister 1 anfangen, wenn wir nicht ein gewisses Equipment haben dafür.
Das dazu. Dann wollen wir natürlich auch irgendwann Großmeister 3 spielen. Und bis dahin dauert das, glaube ich, echt eine Zeit lang, bis wir wirklich unser Gear so weit haben, dass wir das in Angriff nehmen können. Ja, wer jetzt sagt, okay, das ist noch zu wenig, habe ich noch Punkt Nummer 8. Und zwar, das wäre, also Punkt Nummer 7 war Großmeister, ne? Das habe ich jetzt in Punkt Nummer 6 mit reingepackt. Punkt Nummer 8 wäre, wir haben 4 Javelins bei Release. Später sollen noch andere Javelins dazukommen, aber wir haben 4 Stück bei Release. Und bis ihr die equipped habt, weißt du? Vor allem, bis ihr die equipped habt, dass ihr Großmeister 3 mit allen spielen könnt. Ei, ich glaube, das dauert richtig lange. Wir wissen das von Destiny, das hat schon eine Zeit lang gedauert. Also ich habe alle 3 Charaktere gespielt. Das hat schon einige Zeit gedauert, bis ich alle so weit hatte, dass sie wirklich alles mitmachen können. Und ja, bei Anthem stelle ich mir das noch heftiger vor, weil es da viel mehr Variationen gibt und viel mehr diese Prozente, weißt du? Man möchte ja auch sein Min-Maxing machen, sein, okay, ich möchte jetzt, dass mein Javelin mit einer Sniper viel mehr Schaden macht. Okay, jetzt muss ich die Teile dafür finden. Das ist natürlich noch so ein Punkt, was das Ganze an Diablo reinbringt, wo man natürlich auch diese Perks hat und die erstmal finden muss auf gute Rolls. Und das ist natürlich richtig heftig, wenn du das dann für 4 Javelins machst. Boah, das dauert wahrscheinlich echt eine lange Zeit. Dann habe ich als 9. Punkt noch Pilotenskills. Wir wissen derzeit, dass es die gibt. Ich weiß aber nicht, wie sich das im Spielverlauf verhält. Ob das nur bis Level 30 geht oder ob es noch verschiedene Herausforderungen gibt, die man abschließen muss, um dann Pilotenskills freizuschalten. Wie sich das Ganze verhält, das sehen wir erst bei Release. Aber das ist ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Also Pilotenskills gibt es. Was das sein wird, keine Ahnung, aber das sehen wir dann. Dann haben wir natürlich in Punkt Nummer 10 Sammelobjekte. Ihr kennt das vielleicht von Assassin's Creed zum Beispiel, sammel 100 Federn oder so. Da gibt es auch in der offenen Welt gibt's verschiedene Sachen, die man sammeln kann. Aber auch in Fort Tarsis gibt es Sachen, also in Festung Tarsis gibt es auch Sachen, die man sammeln kann. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch in den Festungen vielleicht ein paar Sammelobjekte gibt, die man dann sammeln muss. Und da gibt es auch Trophäen, wurden auch veröffentlicht. Ich guck mal, ob ich dazu einen Link finde. Dass wir sehen, was für Trophäen, also diese Achievements, ne, Trophäen von PlayStation zum Beispiel, oder auf Xbox, wie heißen die Achievements einfach nur, glaube ich. Genau, da gibt es eine Liste zu, die wurde veröffentlicht oder die wurde geleakt. Und ich gucke mal, ob ich den Link dazu finde. Und wenn ich den finde, habt ihr den unten in der Videobeschreibung drin. Dann haben wir noch die Herausforderungen. Da gibt es Unmengen an Herausforderungen. Also schon in der Demo, ich weiß nicht, ob das alle waren, aber ich glaube, da gibt es viel, viel mehr. Und die sind schon insane. Also zum Beispiel Waffenkills. Mach mit der Pistole so und so viele Gegner platt. Dann schaltest du eine Blaupause frei. Mit der Blaupause kannst du dann Sachen bauen, weißt du? Für dein, also bessere Waffen bauen. Und das ist so viel. Dann kannst du Münzen für den Cash-Shop dir verdienen. Du kannst, weiß ich nicht, wahrscheinlich noch verschiedene Materialien für deinen Javelin-Anzug, weißt du? Dass du den umstellen kannst oder umbauen kannst, dass er geiler aussieht. Und vieles, vieles mehr. Ach, ich weiß gar nicht, was da alles drin ist. Also, da ist echt viel drin an Herausforderungen. Das ist sau viel zu tun. Also, allein die Punkte da schon, da denke ich mir, boah, da bin ich ein paar Wochen beschäftigt, Alter. Und ich spiele viel. Ich spiele sehr viel. Ja. Dann haben wir das Allianz-System. Wie sich das genau verhält, da weiß keiner genau so Bescheid. Also, ich habe mir viele YouTube-Videos angeguckt und auch ein bisschen was gelesen auf in Foren. Wie das genau ist, weiß ich nicht. Und das weiß anscheinend nicht jeder oder keiner, außer die Developer selber. Aber das ist auch ein interessantes Ding. Also, je mehr du mit deinen Leuten spielst, irgendwie so habe ich das mitgekriegt, je mehr du mit deinen Leuten spielst, desto mehr Münzen kannst du dir verdienen für den Cash-Shop, zum Beispiel. Aber wie genau das ist, kann ich nicht sagen. Also, nimmt jetzt nicht Wort für Wort. Ja, aber das ist auch ein cooles System. Dann gibt es noch zu tun, das ist wahrscheinlich eher fürs Endgame, also wenn man wirklich viel, viel schon gemacht hat und ja, nur noch so Kleinigkeiten machen kann, verschiedene Builds testen. Zum Beispiel mit dem Storm, da habe ich jetzt in der Demo nur Frostbuild gespielt, ja. Also ich habe Gegner eingefroren, habe Combo gemacht, dass alle Gegner drumherum eingefroren sind, was richtig cool war und der Schaden war auch insane. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel Feuer oder Strom oder, ja gut, das mit dem Storm jetzt, das wären die anderen beiden Elemente, aber es gibt ja auch für einen Interceptor oder für einen Colossus und Ranger, da gibt es ja auch noch Acid, also Säure, was auch geil ist. So Builds, weißt du, ausprobieren. Okay, ist das besser jetzt da oder für welche Situation kann ich welches Build benutzen? Ich werde mir natürlich für einen Storm wahrscheinlich 4, 5 Builds basteln, die für
verschiedene Situationen geeignet sind. Das ist auch nochmal ein Punkt, wo man viel zu tun hat. Ein bisschen rumwürfeln, gucken, ah, so und so passt das. Das ist richtig nice. Und ja, dann ganz wichtig, Koop spielen. Das ist so ein Punkt, den übersehen wahrscheinlich viele. Und zwar, wenn man natürlich alleine spielt. Manche spielen lieber alleine. Ist ja auch komplett in Ordnung. Aber dieses Spiel ist halt meiner Meinung nach, egal wer was dazu sagt, eher ein Koop-Spiel. Was ich nice finde persönlich, weil ich liebe das mit Freunden zu spielen oder mit Leuten, die ich dann online kennenlerne, da einfach mal irgendwas zu reißen. Und das ist ein Punkt, den viele nicht sehen. Also dieses Koop-Spielen, das macht viel, viel mehr Spaß, wie wenn man alleine spielt. Und ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also wie gesagt, wenn man schon alles hat, ja, was ich nicht glaube, was irgendwie echt lange Zeit dauern wird, wenn man alles hat und nichts zu tun hat, Koop spielen, gucken, vielleicht kann man Freunden helfen oder anderen Leuten. Das ist auch ein Punkt, was sehr, sehr lange dauern kann. Und man hat eigentlich immer was zu tun. Und ich glaube nicht, dass wir in den ersten Monat schon eine Durststrecke haben. Klar kann ich mich da vertun. Ich weiß nicht, wie das Spiel aussieht am Ende, wie schnell wir an Gear kommen, wie schnell wir unsere Ziele erreicht haben. Und am Ende des Tages ist es jedem selbst überlassen, was für ein Ziel man sich setzt. Und je mehr Ziele man sich setzt, desto mehr hat man auch zu tun. Und das ist ganz, ganz wichtig zu sehen. Natürlich kann das auch alles ein Reinfall werden. Ich hoffe nicht. Ich habe sehr, sehr viel Spaß. Und ich hatte auch in der Demo über 50 Stunden mit meinem Kollegen zusammen. Und das waren nur 6 Stunden, die wirklich in-game drin waren. Also 6 Stunden hatten wir bekommen quasi. Ne? Das Produkt soll 6 Stunden anhalten. Ich habe über 50 Stunden. Und es gab einen Post, dass insgesamt über die 2 Wochenenden, wo es die Demo gab, 40 Millionen Stunden gespielt wurde. Jetzt könnt ihr mir nicht sagen, dass das Spiel keinen Spaß macht. Natürlich der eine mehr oder der andere weniger. Manche mögen das Spiel gar nicht, ist auch in Ordnung. Es gibt andere Spiele, die man spielen kann. Und ja, am Ende des Tages müsst ihr selber sehen, wollt ihr das kaufen? Wenn ihr immer noch skeptisch seid, kann ich das auch verstehen, weil die Spieleindustrie ist für den Arsch derzeit oder schon lange. Und ist doch kein Problem, dann wartet ihr halt ein paar Tage, nachdem das Spiel draußen ist. Guck mal, am 14. erscheint das für PC schon, für die Leute, die halt Origin Prime haben oder so. Und die machen, dann gibt es bestimmt welche, die ein Review dazu machen. Guckt euch verschiedene Reviews an, nicht unbedingt eins, sondern mehrere. Und dann könnt ihr immer noch sagen, ah, okay, doch, ja, das sieht doch ganz cool aus, vielleicht gönne ich mir das dann. Ihr müsst das nicht am ersten Tag holen, aber ich wollte einfach nur mal gucken, was gibt es zu tun. Und es gibt meiner Meinung nach genug zu tun für mich. Und im März kommt auch schon The Division 2, falls man da eine Durststrecke schon hat. Division 2 anfangen, da ein bisschen abgehen und ja, dann kann man immer wechseln zwischen den beiden Spielen. Zum Beispiel, wenn es langweilig wird. Das sind so alles Sachen, ne? Und wie gesagt, man macht sich selbst sein Content auch so ein bisschen, indem man halt verschiedene Sachen macht, Sachen variiert. Man muss nicht jeden Tag 3 Strongholds immer wieder rennen, sondern man kann halt, wie gesagt, Freeplay. Aber das habt ihr alles im Video schon gesehen. Also, das war eigentlich das, was ich sagen möchte. Und, ach ja, am Ende noch, ich habe gemerkt, nur 33% meiner Zuschauer sind Abonnenten. Ich mag das nicht so gerne in meinen Videos, Werbung für meinen, hier abonniert oder dies und das. Aber ich möchte einmal sagen, falls euch dieser Content gefällt und ihr auf jeden Fall mehr von Anthem sehen möchtet, ich werde sehr, sehr viele Guides machen. Meine Red Dead Redemption Guides wurden auch sehr, sehr häufig angeklickt, was ich sehr cool fand. Ja, zu Anthem wird es auch jede Menge Guides geben, Builds, ich hoffe, ich schaffe das, alle Sammelobjekte, dass ihr da halt einen Guide habt, oh, wo finde ich die und die Sachen, alle Truhen, whatever, es gibt so viel Zeug, ich werde Guides raushauen ohne Ende, ich versuche damit mitzuhalten und ja, wenn euch dieser Content oder dieser Inhalt, wir sind ja hier in Deutschland oder Schweiz oder Österreich, wenn euch dieser Inhalt gefällt, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und ja, vielleicht die Glocke noch. Ich glaube, YouTube hat da Probleme mit den Benachrichtigungen. Whatever. Ihr macht das schon. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut. Peace.